Okay, Leute, die Lage wird ernst. Dieses unglaublich professionelle Diagramm hier zeigt unsere monatlichen Videoaufrufe. Das sieht nicht gut aus. Nein, nein, sieht nicht gut aus. Und dieses schöne Diagramm hier zeigt unser finanzielles Kapital. Nein, nein, das sieht auch nicht gut aus. Nein. So kann und wird es nicht weitergehen. Wir brauchen Ideen. Los, Brainstorming! Kein Problem. Wir kürzen einfach das Gehalt von demjenigen, der das Diagramm gezeichnet hat. Und schon haben wir mehr Geld und weniger deprimierende Diagramme. Das könnte funktionieren, ja. Die Denkweise gefällt mir, jedoch geht es nicht um die Diagramme selbst, sondern um das, was sie aussagen. Ach so, na das ist was komplett anderes, sag das doch gleich. Keine Ahnung. Was erzählst denn die Diagramme? Laut diesen Diagrammen sind wir extrem am Abkacken. Nein, nein, das ist nicht gut. Das kann nicht sein. Laut meinen Berechnungen. Nein! Tja, was sagt man dazu? Was tun wir jetzt? Ja, wir müssen uns das überlegen. Ja, natürlich, aber ja. Laut meinen Berechnungen sind wir nur zu 74% am Abkacken. Das macht Sinn. Das sind aber immer noch 74% zu viel. Und laut den Ergebnissen der letzten Umfrage finden nur 50% der befragten Personen unsere Videos schlecht. Die anderen 50% finden, dass unsere Videos nach Käse schmecken. Und wer waren die befragten Personen? Der Hausmeister und Fifi, die Laborratte. Nun, wir könnten versuchen, etwas komplett Neues auszuprobieren. Das hat uns bisher auch immer geholfen. Was Neues ausprobieren, ja. Ja, wir könnten zum Beispiel sinnvolle Umfragen machen. Das wäre schon was Neues. Wir könnten ein amateurhaftes Video mit komischem Humor und lustigen Hüten machen. Komische Hüte, ja. Na, gebiete, wer schaut sich denn sowas an? Also die Idee ist für sie nicht so schlecht. Komische Hüte kommen so ziemlich immer gut an, ja. Da ernst? Komische Hüte? Ja, kommt gut an. Viele andere YouTuber machen das auch so, ja. Ja, die anderen YouTuber sind aber nicht schizophren. Nein, nicht schizophren, nein. Wieso schizophren? Naja, komm, sei ehrlich, wir sind dreimal dieselbe Person da herinnen und reden miteinander. Das kann ja nicht gesund sein. Nein, nicht gesund, nein. Dreimal dieselbe Person... Oh.